Ein Tag in Gottes Vorhöfen ist schöner als sonst tausend, sagt der Psalm. Danke, dass ihr hier seid. Wir versuchen uns von der Kirchenleitung immer, dass wir hier auch so viele wie möglich Menschen zusammenkriegen. Denn wir sind die eine Glaubensgemeinschaft. Wir versuchen dem Gebot nachzukommen. Du sollst den Feiertag heiligen. Und dazu gehört auch der Gottesdienst. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir machen uns auch sonst viele Sorgen, aber immer wieder ruft uns der Wochenspruch zu: Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir feiern den 15. Sonntag nach Trinitatisfest. Die Abkündigung will ich ganz am Ende nach dem Orgelnachspiel machen. Danken auch dem Vikar. Ich will ihn nicht wieder noch einmal herzlich willkommen heißen in unserer Mitte, denn er fühlt sich hier schon zu Hause. Er wird den ersten Teil des Gottesdienstes machen bis zur zweiten Lesung. Möge der dreieinige Gott uns reichlich segnen, hier in der Glaubensgemeinschaft durch sein Wort und Sakrament. Wir beginnen mit dem ersten Lied.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Geliebt in dem Herrn, öffnet eure Herzen, lasst uns Gott unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich arme, elende, sündige Mensch, bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, die ich mit Gedanken, Worten und Werken begangen habe, womit ich dich erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. Diese Sünde sind mir alle herzlich leid und reuen mich, und ich bitte dich um deine grundlosen Barmherzigkeit und um des unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes, Jesu Christi, willen. Du wollest mir armen, sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen. Amen. Der allmächtige, barmherzige Gott hat sich unser erbarmt und seinen einzigen Sohn für uns in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen, auch allen denen, die an seinen heiligen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen den Heiligen Geist verheißen. Wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Das verleihe Gott an uns allen. Thank you.
Behüte deine Kirche in ewiger Treue, und weil wir ohne dich zu Fall kommen, so bewahre uns vor allem, was uns schadet, und leite uns zu dem, was zu unserem Heile dient. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Epistellesung für diesen Sonntag finden wir aufgeschrieben im ersten Brief des Petrus im 5. Kapitel. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnaden aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Du aber, o Herr, erbarme dich unser. Thank you.
Das heilige Evangelium für diesen Sonntag finden wir aufgeschrieben bei dem Evangelisten Matthäus im 6. Kapitel. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch drum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in alle seine Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem Allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Soweit die Lesung. Das heilige Evangelium von Christus Jesus ist eine Kraft Gottes, die selig macht allen, die daran glauben. Glauben mit dem nächsten Gesang, Lied Nummer 23. Die Gemeinde darf sich setzen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit uns. Vorgeschriebener Predigttext ist aus Lukas 17, Vers 5 und 6. Die Apostel sprachen zu dem Herrn Jesus: Stärke uns den Glauben.
Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und verpflanz dich ins Meer, und er werde euch gehorsam sein. Soweit die Lesung. Herr, stärke uns den Glauben. Amen. Hand hoch, wer von uns hat so diesen großen Glauben, der vielleicht zu dem Baum dort am Eingang sagen würde: Reiß dich heraus und wirf dich da hinten da zu meinem Ferienhaus in Balito bei. Und der Baum würde es tun. Okay, ich sehe nicht zu viele Hände. Vielleicht am Ende der Predigt werden sich doch einige melden. In der Tat für mich auch einer der schwierigen Jesu-Worte, worüber ich jedes Mal stolpere, und auch diesmal schwanke und wanke ich. Aber nun schaut ihr ja auch mit großen Augen auf mich, warum ich denn nicht meine Hand hochgehoben habe, oder? Stelle ich mich lieber auf die Seite der Jünger und bitte: Herr, stärke auch meinen Glauben. Und da sehe ich meinen Herrn mit einem Lächeln etwas seufzen. Ach, ihr Lieben, wenn ihr doch nur einen kleinen Senfkorn hättet, so klein wie ein Senfkorn, einer der kleinsten Saat damals bekannt. Gerade zuvor hatte Jesus die Jünger vor einer der größten Herausforderungen denkbar hingestellt. Habt Acht auf euch selbst, sagte Jesus, so dein Bruder an dir sündigt, so strafe ihn, und so es ihn reut, vergib ihn. Und wenn er siebenmal am Tage an dir sündigen würde und siebenmal des Tages wiederkäme und zu dir spräche: Es reut mich, so sollst du ihm vergeben. An einer anderen Stelle sagt Jesus das ja noch deutlicher: Wie oft soll ich meinem Nächsten vergeben? Siebenmal, 70 Mal. Das sind 490 Mal, also offenes Ende, unmöglich. Unmöglich, lächelt Jesus, hinsichtlich den geistlichen Dingen. Ihr könntet auch auf der physisch-biologischen Welt einen Einfluss ausüben, zu diesem Baum sagen, er solle sich ausreißen, er wird euch gehorchen. Also das grenzt ja doch schon an göttlicher Kraft. So habe ich denn manche Ausleger und Kommentare gelesen. Was haben die schlauen Leute denn zu sagen? Zu meinem Erstaunen haben sie auch alles Mögliche unter der Sonne zu diesem Text zu sagen. Ja, was kann man denn alles über Glauben sagen? Ja, das ist es ja gerade. Was verstehen wir unter dem Wort Glauben? Da haben wir schon fast 300 Mal im Neuen Testament das Wort Glauben. Plus nochmal so viele Verben, was Menschen tun sollen. Sie sollen glauben, also der Glaube, und sie sollen glauben. An die 600 Mal. Da wir heute die Prüfung der Konfirmation erleben, erlaubt mir doch mal einfach mit den Konfirmandendefinitionen zu beginnen. Hoffentlich behaltet ihr das noch. Glaube ist, das sage ich immer, vier Dinge. Glaube ist faktisches Wissen. Ihr müsst etwas wissen, einfach Kenntnis. Nummer zwei, Glaube ist Vertrauen auf dieses Wissen. Nummer drei, praktisches Leben, umsetzen in den Alltag. Das alles ich ihnen zu danken und zu loben und dafür zu dienen und zu gehorsam zu sein schuldig bin, das ist ja der Glaube, der gelebt wird. Und viertens füge ich immer noch auch hinzu, das ist der Glaube, in dem wir stehen, das ist eine Realität, ein Weltbild, in dem ich in der Gemeinschaft der Gläubigen stehe, die mich bindet und verbindet zu der einen christlichen Kirche. Glaube, faktisches Wissen, festes Vertrauen, praktisches Leben und innige Gemeinschaft. Irgendwann versuche ich dann auch mit der Zeit dahin zu kommen, dass alles und jedes Element doch mit dieser Person Jesus Christus zu tun hat. Ob ich hier stehe oder sitze oder liege,
Ob ich Auto fahre oder Wissenschaft betreibe, ob ich weine oder lache, alles und jederzeit hat irgendetwas mit dem Herrn Christus zu tun. Sogar wenn ich dabei bin zu sündigen, gegen Gottes Willen gehe, hat das doch irgendwie mit Jesus Christus zu tun. Er ist in allem, über allem und durch ihn sind alle Dinge geworden und auch alles bewegt zu ihm hin. Der ganze Kosmos hat ein Ziel, bewegt auf Jesus Christus hin. Dieses Weltbild nennen wir Glauben. Diese Lebenserwartung nennen wir Glauben. Und auch die Lebensweise, mein Lebensstil, christliche Ethik nennen wir Glauben. Dieses Zusammenleben und Verwobensein in einer Vielfalt von Geistesgaben, das nennen wir Glauben. In diesen Glauben bist du doch getauft worden. Und die Hoffnung über die Grenze des Todes hinaus auf ein neues Sein in Christus auferstehen, ewiges Leben, das nennen wir Glauben. Ihr merkt, das Wort Glauben hat eigentlich überall und jedem Gespräch seinen Platz. Wenn ich nun wieder frage in dem Sinne, Hand hoch, wer von euch hat einen Glauben? Jetzt gehen schon viele Hände hoffentlich hoch. Aber da hilft es schon mal schnell zu begreifen. Wir haben noch viel zu lernen, denn irgendwie hatten die Jünger doch auch Glauben. Aber nun einen ganz bestimmten Aspekt des Glaubens, meinten sie. Bitte vermehre uns den Glauben. Wir wollen auch mehr haben. Und zwar eine Bitte, die Jesus ihn nicht einfach so zuteilen lässt, aber er gibt ihnen Hinweise. Wie gesagt, das ist vielleicht so ein Glaube, den Jesus ein bisschen belächelt und mit einem extremen Beispiel vielleicht auch abweist. Denn was soll das denn, ein Baum ausreißen? Wenn ein Baum sich ausreißt und 100 Kilometer weit ins Meer sich verpflanzen würde, wem nützt das? Was soll diese Power-Demonstration? Das bringt ja nun gar nichts. So lasst das doch. Ihr Jünger, ihr braucht nicht solch eine Power-Show liefern. Oder welchen Glauben wollt ihr haben? Die anderen Religionen doch, die machen das gerne. Die Hindus zum Beispiel, die veranstalten ein Feuer, ne, werfen dann die glühenden Kohlen auf den Boden, versetzen sich so in Ekstase und gehen barfuß über die feurigen Kohle, ohne sich die Füße zu verbrennen. Wow, warum? Um ihren, Anführungsstrichen, starken Glauben zu beweisen. Der Islam führt gerne Kriege und da wirft sich ein Volk nach dem anderen, um zu demonstrieren, Allah sei der Größte, Allah sei mächtig. Östliche Religionen prahlen mit ihren ekstatischen Meditationsübungen, indem sie in ihrem Geist sich in esoterische Sphären bringen. Paulus sagt, die Griechen fragen nach Weisheit und die Juden nach Zeichen. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen des Herrn. Diesen Demonstrativ-Power-Glauben, lieber Jünger, den braucht ihr nicht. Den habt ihr ja eigentlich auch schon. Denn ich, Christus, ich bin doch bei euch. Und ihr seid doch mit mir verbunden. Ich habe einen Kommentar gelesen über diesen Lukas 17, Vers 6 mit der Überschrift How to strengthen your muscle faith. Nach zwei Sätzen merkte ich schon, dieser Kommentator ist genau in die Falle gefallen, die Powerkraft des Glaubens in sich selbst zu suchen. Die Falle ist ja schon in der Frage, wer von euch hat diesen Powerglauben? So, jetzt müssen wir uns alle selbst anschauen. Oder man sagt auch in Deutsch, eine Nabelschnur halten, Nabelschau halten. Der Nabel hier,
müssen wir uns erstmal selber angucken. Wenn wir uns so selber angucken, was passiert dann? Man verbiegt sich. Wie sieht es denn bei mir aus? Und das erinnerte mich so an eine andere Definition, die wir Christen gerne auch für Sünde gebrauchen, nämlich in sich selbst verkrümmt sein. Ich schaue auf mich selbst, mein Potenzial, meine Macht, meine Power. Naja, und dann stelle ich fest, da ist nicht so viel. Bitte, lieber Jesu, stärke mir diesen Power-Glauben. Mach mich stark, dass ich groß dastehen kann, dass ich Heilungswunder tun kann, dass ich zu diesem Maulbeerbaum sagen kann, hebe dich weg von hier, werfe dich ins Meer. Ja, dass ich sogar die physisch-biologische Welt beeinflussen kann mit meinem Willen, meinen Gedanken, meiner Kraft. War das nicht auch doch die erste Versuchung in der Bibel im Paradies? Da sagte die Schlange zu Eva, wenn du von dieser Frucht isst, dann werdet ihr sein wie Gott. Ihr werdet Power haben, ihr werdet Wissen haben und Erkenntnisse haben. Ihr werdet die Größten sein. Und Eva sah die Frucht an, dass es gut war zu essen und klug machte. Ja, warum denn nicht? Ich brauche ja gar nicht Gott. Ich kann das ja von mir selbst aus schaffen. Ja, und genau an diesem Punkt scheitern so viele Christen auch an sich selbst. Wenn sie auf ihre eigene Kraft schauen, da liegt vielleicht eine kranke Frau im Hospital, tödlich krank mit Krebs und sagt mir verzweifelt, ich kann nicht mehr glauben, dass Gott meine Gebete erhört. Ist mein Glaube denn zu klein? Da sagen mir einige so aus der Generation meiner Eltern, die aus dem Zweiten Weltkrieg kommen, ich kann nicht mehr glauben, dass ein liebender Gott solche Katastrophen zulassen kann. 50, 60 Millionen Tote und Trümmer, schrecklich. Und da soll ein liebender Gott sein, ich kann nicht mehr glauben. Ich würde sie bei der Hand nehmen und sagen wollen, du, es kommt noch viel schlimmer. Und ich würde sie hier vors Kreuz hinstellen von Golgatha und erklären, dort lässt Gott sogar seinen eigenen geliebten Sohn hingehen in die Hände der Menschen, die schlagen und sie martern und sie kreuzen, sie töten ihn. Was soll da dann noch ein Glaube an einen liebenden Gott, der sowas zulässt? Lass diesen Glauben, der aus dir selbst herausgebildet ist. Lass deine selbst gebastelte Lebenserwartung, lass deine eigene Versuche, dich aus dich selbst heraus gut werden zu lassen. Lass deine eigene Vorstellung von dem, was du gut nennst. Denn wahrscheinlich denkst du immer noch an den guten Gott, denn das Wort Gott kommt ja von dem Wort gut. Immer wenn man sagt Gott, dann denkt man an gut. Gut, aber wie ich es mir vorstelle, nicht wie Gott es gemeint hat. Ja, wie denn? Bitte helft mir, was soll ich denn da glauben? Die Jünger bitten, Herr, stärke uns den Glauben. Nochmal, ich denke, es steht nicht geschrieben, aber ich kann es mir vorstellen, der Herr lächelt über diese Aussage. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn und ihr werdet zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiße dich aus und wirf dich ins Meer, würde es gehorchen. Warum denke ich, würde Jesus lächeln? Weil ihr doch diesen Glauben schon habt. Ich, Jesus, ich bin hier ja bei euch. Habt ihr das vergessen? Zum Beispiel Jesus mit den Jüngern, als wir dort auf dem See Genezareth waren und der Sturm brach auf und ihr dachtet, Mann, jetzt gute Nacht, du böse, arge Welt, jetzt ertrinken wir. Und ihr habt mich geweckt und ich habe den Wind und die Wellen bedroht und es wurde ganz ruhig. Behaltet ihr noch? Warum hattet ihr da so Angst, ihr Kleingläubigen? Petrus, du besonders, behältst du noch
als du mich auf dem Wasser hast gehen sehen, hast du ausgerufen, Herr, bist du es, dann lass mich zu dir gehen auf dem Wasser. Und ich habe gesagt, ja, komm. Und du bist ausgestiegen, zu mir gekommen. Dein Blick war ganz auf mich ausgerichtet. Behältst du noch? Bis auf einmal eine Welle kam und dich bedrohte. Da erschrecktest du, weil du die Wellen gesehen hattest. Deine ganze Aufmerksamkeit war auf einmal woanders. Und dann gingst du unter. Da hast du auch gerufen, Herr, hilf, ich versinke. Und dann war ich Jesus, ich war da. Und ich hatte dich gefragt, warum hast du gezweifelt, du Kleingläubiger? Warum hast du mich in Frage gestellt, ob ich auch dich durch die Wellen halten kann? Und die Speisung der 5000, behaltet ihr noch? Keiner von euch hatte je gedacht, dass das möglich wäre, mit 2 Fischen und 5 Broten Tausende zu sättigen. Aber ich war da. Ihr lieben Jünger, ihr habt diesen Senfkorn-Glauben, denn ich habe mich mit euch verbunden. Ich, Jesus, ich glaube an euch. Ich, Jesus, ich werde euch meinen Heiligen Geist geben. Und ihr werdet auch die Werke tun, die ich getan habe. Ihr werdet auch andere heilen und werdet überleben, wo andere euch Schaden tun wollen. Aber nicht nur die Werke tun, sondern auch die Kraft meiner Worte werden in euren Worten sein. Nach Gottes Willen wird es geschehen. Und das größte Wunder ist doch immer, dass Menschen durch eure Worte an mich glauben werden. Noch mehr Menschen werden an mich verbunden. Ist das nicht das große Wunder? Doch, zugegeben, durch andere Gleichnisse hat Jesus auch die Saat gebraucht als Bildrede, wie der Glaube auch noch wachsen kann. Ja, doch, das Wissen und Vertrauen kann gewiss noch wachsen. Aber ihr sollt nicht an mich zweifeln, ihr, die ihr ruft, Gott sei mir Sünder gnädig. Ihr habt den Senfkorn-Glauben, der Wunder wirken kann. Aber nicht nach menschlicher Weise, nicht eine Powershow, sondern dein Wille geschehe, Gott. Und freut euch schon, das größte Wunder hält Gott für euch schon bereit. Das steht nicht nur im Lukas-Evangelium, sondern auch woanders, wo Jesus zum Beispiel sagt, freut euch weniger darüber, dass euch die bösen Geister untertan sind, sondern freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens im Himmel aufgeschrieben sind. Im Johannes-Evangelium sagt Jesus, ich gehe zu meinem himmlischen Vater, um euch eine Wohnung zu bereiten, dass, wo ich bin, auch ihr hinkommen sollt. Eine Wohnung für mich im Himmel schon bereitet. Wow! Jenseits der Grenze des Todes. Ist das nicht ein Wunder über Wunder? Meine Schuld am Kreuz bezahlt, mein Leben in Jesu Auferstehungsleben, mein Tod in seiner Herrlichkeit? Was soll ich da noch zu einem Maulbeerbaum sagen? Reiß dich aus und werf dich ins Meer, das bringt doch nichts. Aber einem Menschen zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Gehe ein zu deines Herrn Freude in die himmlische Seligkeit. Das ist doch das Wunder über Wunder. Und das geschieht doch ständig. Halleluja. So, darf ich noch einmal vorsichtig fragen, Hand hoch, wer hat diesen Glauben? Tja, wenn du ihm noch nicht hast und du noch vielleicht zweifelst, so klammere dich an die Worte Jesu, der gesagt hat, wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, nicht wahr? Wer das Wort Jesu wegwirft und verachtet, der kriegt es ja auch nicht, der wird verdammt werden. So einfach ist das. Oder wer zum Abendmahl kommt und vertraut dem Wort, für dich gegeben und vergossen, zur Vergebung der Sünden.
wer das voll vertraut, der hat genau das, was die Worte sagen. Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit. Gott, schenke uns allen diesen Senfkorn-Glauben in seiner Gnade. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre und halte eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns beten. Herr, der Apostel ruft uns zu
alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. So wollen wir nur unsere Sorgen auf dich werfen. Herr, danke, dass du größer bist, als was wir uns je vorstellen können. Danke, dass du uns so viel mit irdischen Gütern gesegnet hast. Wir sehen es überall. Und unser Herz läuft über vor Dankbarkeit. Aber auch unsere Gaben, die wir zu dir bringen, bitten wir, dass du sie segnen mögest, dass deine Kirche auf Erden gefestigt und dein Königreich auf Erden ausgebreitet werden möge. So segne du uns in Jesu Namen. Amen. Zu dir rufen dürfen, Herr, erbarme dich. Du belebst diese Erde durch die Fülle deiner Gnade. Wir danken dir für alles, was du uns gewährst. Um die irdischen Gaben haben wir schon gedankt, aber auch um die himmlischen Gaben. Danke für Kraft. Wir danken dir, dass wir in unseren Sorgen nicht zu verzagen brauchen, sondern zu dir fliehen dürfen. Darum lasst uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Gib uns den Heiligen Geist, dass wir auch die Zeichen der Zeit erkennen, dass wir spüren, wann und wo wir gefordert sind, dass wir zuversichtlich bleiben in unserer Liebe und zum Leben, dass wir im Glauben an dich festhalten. Lasst uns zum Herrn rufen. Herr, erbarme dich. Hilf denen, die in den Staaten Verantwortung tragen, diese Erde bewohnbar zu machen. Nimm den Menschen die Angst vor der Zukunft und schenke ihnen deine Zukunft, deine Hoffnung, dein Leben. Lasst uns zum Herrn rufen. Wir beten dich für alle in unserer Nähe und die in der Weiten, in der Ferne. Auch für diejenigen, die niemand kennt, der sie birgt, die keinen lieben Menschen haben, der ihnen hilft. Herr, sorge du dich um ihnen. Auch durch die Organisationen, auch durch unsere Hilfsbereitschaft und unsere Organisation in den Gemeinden. Lasst uns zum Herrn rufen. Für die Verlassenen und die Entmutigten bitten wir, dass du ihnen mit deinem Trost entgegengehst. Sende du uns. Für Sterbende und Trauernde bitten wir um Bewahrung in deiner guten Hand und dass sie die Hoffnung haben, auf ein Leben der zukünftigen Welt, lasst uns zum Herrn rufen. Mache uns, Gott, bereit für alles, was von dir kommt, dass wir geborgen bleiben unter deinem Segen, heute und Tag, auf allen unseren Wegen bis in Ewigkeit. Amen.
Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. Wir danken dir, allmächtiger Herre Gott, dass du uns durch diese Heilsame hast erquicket und bitten deiner Barmherzigkeit, dass du uns solches gedeihen lassest zu starken Glauben gegen dich und zu brennender Liebe unter uns allen. Um Jesu Christi, unseres Herrn, willen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wir wünschen uns allen noch einen gesegneten Sonntag.